Hallo, liebes YouTube. Schöne Tageszeit wünsche ich euch. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben. Wo? Am Ende von der Decepticon-Kampagne. Ihr wisst es ja. Ich spiele gerade Transformers War for Cybertron, meine persönliche Transformers-Trilogie. Wir haben da im ersten Spiel schon 50% abgeschlossen. Jetzt sind die Autobots dran. Das heißt natürlich das ganze Team um Optimus Prime, um Bumblebee und ich glaube Brawl ist noch dabei. Nee, Quatsch. Vergiss das letzte. Aber ist es natürlich nicht. Ich will euch auch gar nicht mehr lange langweilen. Mittel und Verteidigung von Iacon. Iacon, die Hauptstadt der Autobots, liegt in Ruin. Ihr Anführer Zeta Prime wurde besiegt. Unter der Führung von Optimus müssen die Autobots die Decepticons vertreiben, bis weitere Schritte geplant werden können. Schauen wir mal rein. Iacon wird belagert. Bumblebee, ah, Ratchet, der Arzt. Gut, würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Chef an, und zwar mit Optimus. So, dann muss ich mal den Uni fragen, ist der Sound vom Spiel in Ordnung? Oder könnte der ein Stückchen lauter sein? Die Hauptstadt der Autobots zerfällt unter den Fort Angriffen von Megatron und seinen Decepticons. Gerüchten zufolge sind Omega Supreme und der Autobot-Anführer Zeta Prime bereits gefallen. Ein neuer Held muss hervortreten, um die Autobots zu vereinen und den Feind zurückzuschlagen. Muss man da jetzt mal ganz kurz abbrechen. Los geht's! Ja, guck mal, wie es jetzt ist. Megatron ist entschlossen, das muss ich ihm lassen. Er will Iacon unbedingt zerstören. Nicht zerstören, Ratchet. Nur einnehmen. Er weiß, dass wir ohne Zeta Prime schwach sind. Er bekommt die Stadt nur über meine verbeulte, sparklose Hülle. Wir brauchen keine weiteren Verluste, Bumblebee. Konzentriert euch aufs Wesentliche, Autobots. Autobots auf dieser Frequenz. Hier spricht Jetfire. Bitte komm. Jetfire, hier ist Optimus. Gut, dass du noch fliegen kannst. Dein Status? Wir haben hier oben schwere Schäden erlitten. Ich muss mit Zeta Prime sprechen. Er muss die Planetarwaffen aktivieren. Jetfire, Zeta Prime ist offline. Offline? Was sollen wir jetzt tun? Ich habe übergangsweise das Kommando, Jetfire. Die anderen Staffeln sollten das wissen. Und keine Sorge, wir werden die Waffen aktivieren. Ja. Übergangsweise? Jetzt hätten wir sonst nichts zu tun. Jetfire will die Waffen online sehen. Oh, ein bisschen Energon. Oh. Mach sie fertig, Optimus! Vorsicht, das Schiff kommt schnell auf uns zu! Tun wir direkt zu tun. Ich hoffe, das war ein Unfall. Waffenkühlung abgeschlossen. Oh, es sind ein paar Decepticons schon mal umgekommen. Wiederbeleben. Ah, so. Wir haben noch nicht herausgefunden, wofür diese scheiß Energieteile sind.
Autobots! Feind angreifen! Dein Ende naht, Autoschrott! Waffen! Gut gemacht! Ja, oh, Shit brauchen wir gerade nicht. Oh, na, sind noch ein paar. Gut. Oh, er wird extra stark. Nicht nachlassen, Autobot. Weiter, für Zeta Prime. Stirb doch einfach. Meine Güte, das ist immer so schwer. Jo, danke Ratchet. Nur ein bisschen, aber es reicht. Für die Planetarwaffen. Aktiviert sie! Aktiviert sie, heißt also, Spieler, mach mal bitte selber. Sag ich doch. Juhu! Es ist noch lange nicht vorbei, Bumblebee. Der Himmel ist frei, aber unsere Bodentruppen kämpfen noch. Optimus, wenn wir das Kommunikationsnetz wieder online haben, können wir unsere Verteidigung koordinieren. Das Kommunikationsnetz befindet sich im Dekagon. Wenn wir es rechtzeitig erreichen, haben wir eine Chance. Oh. Nur mal einen Schritt zurückgehen. Bewegung. Nicht übel für eine Übergangslösung, Optimus. Du bist ein besserer Anführer, als du glaubst. Der Hohe Rat der Ältesten wird einen neuen Prime ernennen. Ich bin nur ein Vertreter, bis die Entscheidung gefallen ist. Jetzt müssen wir kurz an Munition gucken. Die geht mir gerade aus. Prime ist da dank und jetzt ist er tot? Passiert. Ohne Munition ist schlecht zuzuhauen, ne? Oh. Die automatischen Reparatursysteme funktionieren noch. Ein gutes Streublaster. Nehmen wir noch mal mit. In den Aufzug. Shit, wieder alle tot.
Oh, 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 oh. Meine Fresse. Da. Oh, dunkle Senaron. Empfange massiven Anstieg von. Wir konnten nichts tun, Bumblebee. Aus Maul. Na, ah, gucken, was es hier noch gibt. Das wird einigen Ärger verursachen. Oh, jetzt haben wir nicht wieder belebt. Was ist denn gefallen? Und hier noch? Ja, der Energon-Kampfpistole. Das wird funktionieren. Ratchet! Ratchet! Naja. Okay. Stirb doch endlich. Das ist doch gut. Ja, machen wir das doch mal. Autobots an die Geschütze. Decept-Idiot. Ein Decept-Idiot. Ein Decept-Idiot. Meine Güte. Hey. Wo? Gut geschossen, Optimus. Air Raid und ich haben den Himmel unter Kontrolle. Danke, Jetfire.
Wir müssen schnell zum Ding. Arid. Sind die Autobahnen nach Ayakon noch befahrbar? Nö. Von oben sehen sie schlecht aus. Aber versucht es. Viel Glück, Optimus. Stau wegen Brückenarbeiten. Ohne Zeta Prime hoffen wir alle auf dich. Ich tue mein Bestes. Autobots, abfahrt! Transform and roll out! Oh mein Gott, das war Soundwave. Ja, kann vorkommen. Wow! Detonationssonden aktivieren. Ziel Ayakon-Autobahn. Schadensbericht. Ist jemand beschädigt? Nichts Irreparables. Bumblebee, ein bisschen mehr Vorsicht könnte dir nicht schaden. Vorsicht, Autobots! Sniper! Wir machen sie fertig, Optimus! Oh, wo sind andere? Wir müssen zurück auf die Autobahn. Komm schon, komm schon, komm schon! Wo sind der andere? Um, der Schweineigel. Waffensysteme werden aufgeladen. Zum Ruhm. Ups, umgefallen. Kühlungsphase abgeschlossen. Ja, wenn man runterfällt, dann lassen wir nochmal laufen.
Weiß ja nicht, worauf der noch gezielt hat, aber... ist eingetroffen. Nie wieder werdet ihr von der Qual der Freiheit und des freien Willens belastet. Von nun an ist mein Wille das Einzige, was ihr braucht. Geht den Weg der Decepticons und erntet seine Früchte. Nicht gut. Leistet Widerstand und ihr werdet vernichtet. Mehr noch nie. Okay, wir müssen mal festhalten, also, Megatron ist endgültig da. Alarm! Autobots entdeckt! Sofort angreifen! Zum Raketen abgefeuert! Ich muss meine Waffe abkühlen lassen. Genau in die Optik. Nein, gestorben. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich schon gestorben bin bei dem Spiel. Habe ich jetzt echt Kapitel Neustarten gemacht? Ach, manchmal bin ich so doof. Es tut weh. Kann ich es noch retten? Gut. Ja, tut mir leid, dann nochmal von vorne. Ich hoffe mal dann ein bisschen schneller. Megatron ist entschlossen, das muss ich ihm lassen. Er will Iacon unbedingt zerstören. Nicht zerstören, Ratchet. Nur einnehmen. Er weiß, dass wir ohne Zeta Prime schwach sind. Er bekommt die Stadt nur über meine verbeulte, sparklose Hülle. Wir brauchen keine weiteren Verluste, Bumblebee. Konzentriert euch aufs Wesentliche, Autobots. An alle Autobots auf dieser Frequenz. Hier spricht Jetfire. Bitte komm. Jetfire, hier ist Optimus. Gut, dass du noch fliegen kannst. Dein Status? Wir haben hier oben schwere Schäden erlitten. Ich muss mit Zeta Prime sprechen. Er muss die Planetarwaffen aktivieren. Jetfire, Zeta Prime ist offline. Offline? Was sollen wir jetzt tun? Ich habe übergangsweise das Kommando, Jetfire. Die anderen Staffeln sollten das wissen. Und keine Sorge, wir werden die Waffen aktivieren. Übergangsweise? Nicht jetzt, Ratchet. Jetfire will die Waffen online sehen. Übergangsweise halt. Mach sie fertig, Optimus! Vorsicht, das Schiff kommt schnell auf uns zu! In Deckung! Den nochmal wiederbeleben. Hat man ja schon alles. Hopp. Uno Moment, por favor. Oh. Im Livestream sind wir jetzt gerade nämlich der Controller ausgestiegen. Also wieder. Feind angreifen! Sucht ein Ende nach! Autosport!
Autobots zum Zerstören! Kühlungsphase abgeschlossen! Nicht nachlassen, Autobots! Weiter für Zeta Prime! Präzision ist unabdingbar! Schalte Energie zu den Waffensystemen um. Dann mal los! Ich könnte mit Arc sein aufs Westbrett. Ah, endlich mal wieder ein bisschen Munition. Die Steuerung für die Planetarwacht. Aktiviert sie. So, Planetarwaffen sind wieder an. Nimm das, die Septikons! Es ist noch lange nicht vorbei, Bumblebee. Der Himmel ist frei, aber unsere Bodentruppen kämpfen noch. Optimus, wenn wir das Kommunikationsnetz wieder online haben, können wir unsere Verteidigung koordinieren. Das Kommunikationsnetz befindet sich im Dekaron. Wenn wir es rechtzeitig erreichen, haben wir eine Chance. Wow. Jede Sekunde zählt. Bewegung. Nicht übel für eine Übergangslösung, Optimus. Du bist ein besserer Anführer, als du glaubst. Der Hohe Rat der Ältesten wird einen neuen Prime ernennen. Ich bin nur ein Vertreter, bis die Entscheidung gefallen ist. Sei Dank, dass du hier bist. Unter dem Fatima. Automatischen Reparatursysteme funktionieren noch. Ein gutes Zeichen. Hm? Autobots, in den Aufzug. Ah, was ist denn heute los mit mir? Oh. Empfange massiven Anstieg von. Los, raus da! Wir konnten nichts tun, Bumble. Die Bewegung ist
soll ich... Optimus, hier Jetfire, hörst du mich? Eine Staffel Decepticon-Seeker ist auf dem Weg zu dir. Ich konnte nicht alle aufhalten. Verstanden. Stirb! Mensch, jetzt geh doch! Endlich! Aber nicht die feine Englische. Das wird funktionieren. Doch noch mal schnell einen Kaffee machen sollen. Optimus, die Decepticon-Seeker greifen an. Ihr könnt sie mit den Geschützstellungen aufhalten. Verstanden, Jetfire. Autobots, an die Geschütze. Ich bin drin. Ein Decepticon weniger. Zeigen wir es! Ja! Feuer, Feuer, Feuer! So, oh, wo? Du bist Idiot! Vorsicht! Ein Decepticon-Kriegsschiff! Feuer auf das Schiff konzentrieren, Autobots! Jetzt wird es ab. Gut geschossen, Optimus. Air Raid und ich haben den Himmel unter Kontrolle. Danke, Jetfire. Wir müssen schnell zum Decagon. Sind die Autobahnen nach Iacon noch befahrbar? Von oben sehen sie schlecht aus. Aber versucht es. Viel Glück, Optimus. Na denn, ohne Zeta Prime hoffen wir alle auf dich. Ich tue mein Bestes. Autobots, abfahrt! Und... Bombe. Wie, was soll denn das? Los zum Angriff! Signaturen auf der östlichen Autobahnzufahrt geordnet. Oh nein, war das Soundwave? Optimus, das war Soundwave! Thermaldetonationssonden aktivieren.
Ziel, Eierkornautobahn. Schadensbericht. Ist jemand beschädigt? Nein, nur mein Stolz. Bumblebee, ein bisschen mehr Vorsicht könnte dir nicht schaden. Vorsicht ist was für Pussys. Oder nicht? Vorsicht, Autobots! Sniper! Wir machen sie fertig, Optimus! Oh. Wir müssen zurück auf die Autobahn. Nur eine Minute. Wo die mich sehen? Die Köpfe runter! Wieder runtergefallen. Mehr Munition. Perfekt. Das ist der Ausgang. Guck mal kurz, was hier ist. Munition. Wo sind die Beschädigten? Los geht's. Bürger von Alcon, freut euch! Euer neuer Herrscher, Megatron, ist eingetroffen. Werdet ihr von der Qual der Freiheit und des freien Willens belastet. Von nun an ist mein Wille das Einzige, was ihr braucht. Geht! Ich sehe Autobot abschauen! Waffenkühlung! Das ist wirklich gemein. Aber im Basilisent die Kontrolle. Guter Schuss. Waffen überhitzt. Mehr als ein Schuss ist nicht nötig. Wenn du richtig triffst, ja. Optimus, hier ist Ironhide. Vor dem Haupttor des Dekagons sammeln sich jede Menge Decepticons. Macht so viele wie möglich unschädlich. Ich brauche freien Zugang. Verstanden. Und Optimus, gut, dass du endlich Verantwortung übernimmst. Ich tue nur, was ich tun muss, Ironhide. Oh je. Geht ja schon lustig los hier. Megatron hat einen Weg gefunden, um dunkles Energon als Waffe einzusetzen. Dunkles Energon? Dunkles Energon ist der Ursprung dieser Kristalle. Ich kenne es aus Geschichten.
aber es wirklich zu sehen. Dunkles Energon? Ich dachte, dieses Zeug ist nur ein Mythos. Eine Decepticon-Kriegsmaschine. Ich kenne sie aus den Archiven. Sie werden eingesetzt, um dunkles Energon abzugeben. Ja, ja. Optimus, die Leseratte. Auf die Beine schießen! Nein, jetzt vom letzten Kontrollpunkt. Nicht von vorne nochmal. Auf die Beine schießen! Ah, endlich ist er tot. Komm. Oh, Bubu. Oh ja! Jetzt haben wir sie! Jetzt können die anderen kommen! So macht man das, Bumblebee. Autobots, zum Decagon! Wow. Es funktioniert. Ohne die Quelle ziehen sich die Wurzeln zurück. Jetzt kann sich Iacon selbst wiederherstellen. Denkt daran, Autobots. Auf die Stacheln schießen, aber niemals berühren. Transformieren und Abfahrt. Yeah! Wofür Umleitung, wenn es auf der Hauptstrecke schön ist?
So, dann hätten wir den auch schon mal. Jetzt weiter auf der Autobahn. Das hört ja nicht mehr auf, ey. Letzte Nacht ein bisschen schlecht geschlafen. Ich glaube, man merkt es mir auch zwischendurch an. Dann bleibe ich noch kurz stehen. Das sollte eigentlich nicht passieren. Es tut mich leid. Oh, meine Fresse. Das ist der letzte. Oh, das war jetzt knäpplich. Auch schon wieder verräterischer blau lila auch. Ironhide, wie ist dein Status? Ich räume dir gerade noch den Weg frei, Optimus. Diese Decepticons sind wirklich hartnäckig. Denk daran, ich habe in deiner Nähe ein paar Defender postiert, um die Decepticon-Kriegsmaschinen anzugreifen. Bereit. Wer hast du dich drauf? Oh, die haben Defender erwischt. Das hat ordentlich Feuerkraft. Sterb! Präzision ist unabdingbar. Okay, den kann ich aufgeben. Hab eh nur noch 50 Schuss.
Also, liebes YouTube, ihr merkt es, ich bin gerade zu dick zu gebrauchen. Ja, und an meine Freundin Twitch muss ich mich entschuldigen. Weil scheinbar habe ich wieder Übertragungsprobleme. Dies liegt aber nicht an mir. Das liegt an meinem Internetprovider, so wie ich das festgestellt habe. Weil die da irgendein Rechenzentrum mal wieder nicht geschissen kriegen. Willst du mich jetzt verarschen? Wie soll ich denn da hochkommen, ey? Versuchen wir es doch mal hier. Ne Bumblebee. Oh. Vorsicht! Da ist noch eine Decepticon-Kriegsmaschine da vorne! Autobots, schaltet sie aus! Zielt auf die Brust! Zielt auf die Brust! Nein! Ja, muss doch mal irgendwann Ende sein hier, ey. Noch eine Decepticon-Kriegsmaschine da vorne! Autobots, schaltet sie aus! Zielt auf die Brust! Zielt auf die Brust! Oh, Schild. Schild ist gut. Darf man noch ein bisschen... Kann ich überhaupt was mitmachen? Nee, ne? Tödlich getroffen. Danke, Optimus. Wir schätzen deine Hilfe. Ich schätze eure Munition. Kann ich mal reparieren. Die
schmeißen wirklich alles rein, was sie haben, oder? Da sind sie. Die gesamte Autobot-Kommunikation läuft durch das Dekagon. Auch alle der ganzen Stadt. Dann müssen wir uns noch mehr beeilen. Ah. Er merkt, Leute, ist mit mir wenig los. Keine Munition, wenig Munition. Ja, und irgendwas ist noch an Munition. Nö. Um auf die andere Seite zu kommen. Ah, werde ich geröstet. Das ist Optimus Prime. Ich, Megatron, habe euren unwürdigen Anführer Zeta Prime vernichtet. Jetzt habt ihr das Privileg, mir zu gehorchen. Nein. Die Turbinen langsam wird's peinlich. Auf die andere Seite zu kommen. Klingt nach Spaß. Jetzt kann ich effektiver kämpfen. Wenn ich Munition hätte. Noch rüberkommen. Wir müssen die Turbinen benutzen, um auf die andere Seite zu kommen. Klingt nach Spaß. Yo!
runtergefallen. You spin me right round, baby, right round, like a record player, round and round and... Nicht darüber, sondern da runter. Muss meine Waffe abkühlen lassen. Nimm das, die Decepticon-Trappel. Raketen kann ich auch. Das Blümchen ist reingekommen, aber sie hat noch nichts gesagt. Bereit machen. Das Dekagon wieder einzunehmen wird nicht leicht. Schild ist immer gut. Nee, Streubast habe ich ja gerade abgenommen. Oh, das könnten wir brauchen. Noch ein bisschen Munition. Oh, und direkt wieder Angriff. Oh. Was ist das, Dekagon? Die Dekagon-Blase. Ah, endlich ist er gefallen. Das hat ordentlich Feuerkraft. Verstärkung im Anmarsch. In Deckung. Oh. Mit dem Hämmerchen? Nett von ihm. Optimus, das Kommunikationsnetz befindet sich oben auf dem Dekagon. Wir müssen einen Aufzug finden. Du hast die Baupläne, Ratchet. Geh vor. Da drüben! Die Dekagon! Waffen sind überhitzt! Der Rest ja.
Leitung ist kaputt. Wir müssen einen anderen Weg finden. Da war ja klar, dass es nicht einfach wird. Oh, ein Schild. Endlich ist er tot. Wow! Hier ist es ja unglaublich! Da! Das ist das Hauptterminal des Kommunikationsnetzes. Wir können es reaktivieren, wenn wir die Datenströme anpassen. Glaube ich. Jedenfalls in der Theorie. Das sieht doch schon mal gut aus. Gut gemacht. Das Netz ist wieder online. Gehen wir zum Senderaum nach oben, um Ayakons Verteidigung wieder zu verbinden. Der Aufzug ist defekt. Kommen wir dort hoch? Wir könnten auch die Energon-Projektivkondensatoren verwenden. Dauert vielleicht etwas länger, aber sollte klappen. Legen wir los. Dann können wir die Decepticons mit voller Kraft zurückschlagen. Jo. Dann geht's denn jetzt hier weiter? Kommen hier. Streublaser. Sich zurückziehen. Energon werden wir neu agieren.
Das hat mir doch gefallen. Mach dich bereit! Ratchet. Kapiert die KI nicht. Auf geht's. Ich fürchte, ich brauche weiterhin Hilfe. Der Aufzug ist da drüben. Bewegung. Zu laufen. Bereit zum Ausrücken. Den Bauplänen ist der Sendekontrollraum am oberen Ende des Aufzugs. Perfekt! Dann können wir endlich draußen weiterkämpfen, oder? Auf jeden Fall, Bumblebee. Optimus, pass auf! Starscream ist zu deiner Position unterwegs. Wir wollten ihn aufhalten. Aber Silverbolt und ich haben schwere Schäden erlitten. Bring dich in Sicherheit, Jetfire. Du hast schon mehr als genug getan. Autobots, seid auf der Hut. Starscream ist ebenso gefährlich wie verräterisch. Brauche nur freies Schussfeld. Dann mal los! Wollt ihr euer wertvolles Netz wiederherstellen, Autobots? Wie jämmerlich! Wow! Du hast Verbrechen gegen Iacon begangen, Starscream. Zeit, dass du dafür bezahlst. Oh, das glaube ich kaum! Optimus, nicht? Ich löse dich aus! Autobot, zusammenbleiben! Schon wäre nicht schlecht. Oh, nett. Ist ja festgebackt. Müssen wir doch mal ausnutzen. Wir sehen uns wieder, Autobots. Das ist ein Versprechen. Flieh, du gelblackierter Feigling. Gute Arbeit, Autobots. Lasst uns die Verteidigung der Stadt organisieren. An alle, die dies empfangen. Hier spricht Zeta Prime.
Ich werde in Megatrons Kaon-Gefängniskomplex gefangen gehalten. Prime ist intakt. Ratchet, verfolge das Signal und verstärke es. Bin dran. Lade wichtige Informationen, die den Autobots helfen könnten, den Krieg zu gewinnen. Beeilt euch. Ich weiß nicht, wie lange ich noch... Optimus, wir müssen los! Wir müssen Zeta Prime retten! Das war nicht Zeta Prime, Optimus. Niemals. Die Nachricht trug seine einmalige Datensignatur, Ratchet. Möglich, aber wir beide haben gesehen, was Megatron ihm angetan hat. Das übersteht niemand. Wenn auch nur die geringste Chance besteht, dass Zeta noch existiert, müssen wir handeln. Optimus, das ist eine Falle. Das musst du doch wissen. Das Risiko müssen wir eingehen. Halte durch, Zeta, mein Freund. Ich habe einen Plan. Gut, liebes YouTube, das war Kapitel 6 von War for Cybertron. Kapitel 7 seht ihr im nächsten Teil. Bis dahin, haut rein. Ach ja, bevor ich es vergesse. Daumen hoch, wenn das Video euch gefallen hat. Abo dalassen auf meinem Kanal, würde mich wahnsinnig freuen. Und wollt ihr Transformers bei mir live sehen? Wenn ich es live streame, dann kommt freitags ab 20 Uhr auf meinen Channel auf twitch.tv, der HiPhone. Und dann sehen wir uns da.